Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt dort ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ein Feind ist im Land eingereist, ohne Einladung natürlich, und versucht, Angst auszulösen. Es gibt aber einen Held und besiegt diesen Feind. Und der König hat seine Ruhe, braucht um diese Angelegenheit gar nicht kümmern. Die Königin geht es immer noch nicht so gut. Sie braucht Erholung und nimmt einen schönen Bad und sie entspannt sich. Der Prinz ist immer noch im Rückzug und die schöne Prinzessin ist so traurig. Aber wie ich schon gestern erzählt habe, bald kommt eine gute Nachricht von ihm. Dann freut sich die schöne Prinzessin. Zurzeit bei vielen Menschen im Land kommen die Erinnerungen, alte Schmerz. Es ist unangenehm, aber zum Glück kommt auch Heilung. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Die Berechnung ist nach indischer Astrologie. Sonne befindet sich in Zwillingen. Und die Luftelement, das brauchen wir auch, diese Leichtigkeit. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und hat einen Einfluss von Sternbild Walfisch. Dieser Walfisch ist nichts anderes als Ketos. Ich erzähle dazu die Geschichte. Es gab eine Königin, Cassiopeia. Und sie prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Sie haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres, und er schickte diese Walfisch, diese Ketos, im Königreich, die prahlenden Königin zu bestrafen. In Geschichte habe ich auch erzählt, ein Feind kommt ins Land. Ketos ist angekommen und nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Sie hat Angst gehabt. In dieser Geschichte habe ich auch erzählt, dieser Feind versucht Angst auszulösen. Bis dann Perseus kam und tötete diese Walfisch. Mit seinem Schwert und Walfisch verblutet und fällt ins Wasser, fällt ins Meer. Das ist die Geschichte. Und hier handelt es sich auch um Ängsten. Natürlich ist es auch möglich, dass wir Feinde haben und kommt in die nächste Zeit ein Angriff, dass wir vorbereitet sein sollen und keine Angst zeigen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und das gehört zum Wasserelement. Das symbolisiert auch unseren Gefühlen, aber das kann auch Reinigung sein. Die Königin macht ein schönes Bad. Mond ist auch im Schattenseite, im Rückzug und das bedeutet, die Königin braucht gerade die Ruhe, braucht diese Erholung. Venus bewegt sich im Stier, im Grenzbereich und bald übergeht in Zwillinge, also Gespräche, Kontakte, Nachricht ist zum Erwarten. Mars, Merkur ist im Krebs. Das kann natürlich bedeuten, so wie ich das auch erzählt habe, von den Prinz. Das ist Rückzug. Aber diese Nachricht nähert sich spätestens dann, wenn Venus schon in Zwillingen ist. Saturn befindet sich exakt
auf dem Mondknoten, auf dem absteigenden Mondknoten und steht in Verbindung zum Neptun. Auch Saturn, aber auch Neptun, beide sind rückläufig. Und das löst aus Erinnerungen. Erinnerungen, teilweise schmerzhafte Erinnerungen, aber weil Saturn und Neptun in harmonischen Verbindung steht, sie bilden sich gerade ein Sextil, das heißt, kommt auch Heilung. Und das war die Information für diese Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.